Hallo! Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video präsentiere ich euch die Palette Yes I Can von Essence. Viel Spaß beim Anschauen! So, ich präsentiere euch jetzt die Essence Palette Yes I Can. Diese Palette wird in diesem Karton hier geliefert. Wie ihr seht, spiegelt es so ein bisschen. Sieht auch eigentlich recht edel aus. Ist jetzt leer, weil ich schon rausgenommen habe. Die Palette selbst sieht jetzt außen so aus. Innen ist ein großer Spiegel, der jetzt gerade so abgeklebt ist, so milchig. Und das hier ist die Palette. Ich gehe jetzt einfach mit dem Swatchen wieder Reihe für Reihe von links nach rechts durch. Ich sage jetzt nicht zu jeder Farbe den Namen dazu. Das kennt ihr ja schon. Ich halte da relativ wenig davon, denn eigentlich suche ich mir die Farben nicht nach dem Namen aus. Gut, dann fangen wir mit dem Swatchen an. Ich gehe mal in die erste Farbe, die ist relativ neutral. Die ist relativ cremig. Die zweite ist auch ziemlich cremig. Also bisher sind alle recht cremig. So sehen die Farben der ersten Reihe aus. Also das ist jetzt quasi die erste Farbe. Die sieht man auf meinem Arm fast gar nicht. Das geht dann so rüber. Waren jetzt alle im Auftrag recht cremig. Natürlich ist die Pigmentierung jetzt nicht so stark wie bei manch teurer Palette, aber ich muss sagen, sie war eigentlich recht gut. Ich muss jetzt schnell den Arm reinigen. Und meine Finger. So, dann gehen wir zur nächsten Reihe über. So, das ist die zweite Reihe. Alle Farben der zweiten Reihe beginnend mit dieser Farbe hier. Fühlen sich eigentlich alle recht gut an, also wäre jetzt nichts auffällig trocken oder so. Ich muss allerdings sagen, dass einige von den Schimmernden relativ bröselig sind. Da ist dann die Frage, ob man recht viel Fallout hat. Da muss man wahrscheinlich dann eher unter den Augen vorpudern, damit man das quasi nachher, wenn es bröselt, auch wieder abnehmen kann. So, kommen wir zur dritten Reihe. Sieht man wieder fast gar nicht auf meinem Arm. Man braucht aber allerdings immer ein paar Hauttöne dabei. Man braucht ja schließlich auch eine Base. Bei den matten dunklen Tönen sieht man jetzt natürlich, dass die Pigmentierung nicht so stark ist wie bei relativ qualitativ hochwertigen
Eyeshadows. Aber das kann man jetzt um den Preis auch nicht erwarten. Das ist jetzt die dritte Reihe. Beginne mit dem Farbton hier, der eher wenig erkennbar ist auf meinem Arm. Ja, das sind die Farbtöne. Dann kommen wir zur letzten Reihe. So, das sind die Farbtöne der letzten Reihe, beginnend hier. Sieht man eigentlich auch ganz gut auf meinem Arm. Das sind jetzt quasi Farbtöne. Waren jetzt, wie gesagt, alle von der Palette relativ cremig. Es ist nur so, dass die schimmernden etwas bröseln. Also es könnte sein, dass das dann beim Schminken nicht ganz so einfach wird. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Look geschminkt bisher. Somit kann ich das jetzt noch nicht beurteilen. Werde es aber demnächst mal machen. Dann kann ich euch quasi noch einen Nachtrag machen oder ein Video machen über, was man damit machen kann. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Ja, ich habe mir gedacht, das mit den Paletten, das ist vielleicht so eine Idee, weil ja Weihnachten näher rückt und ich natürlich nicht weiß, ob da der eine oder andere überlegt oder die eine oder andere überlegt, ob sie sich das für Weihnachten wünschen soll, ob sie es einer Freundin kaufen soll, keine Ahnung. Ja, das waren jetzt die Farben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir einen Kommentar in die Kommentarbox, abonniert meinen Kanal. Ja, abonniert meinen Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Ciao.